Seit 3 Wochen quasi dabei in dieser Konstellation von Architekturstudierenden und Stadtplanungsstudierenden, fortgeschrittenes Bachelor, Masterstudenten, sodass wir in diesem Bereich sind, schon mal gesammelt, die machen viele Arbeitsaufträge und wir würden gerne heute so ein paar Fragen mit Ihnen diskutieren, in welche Richtung es geht. Wir haben so ein paar Ideen, wie sich das weiterentwickeln könnte. Mit anderen Politikfeldern, dass man also schaut, wie kann man mit anderen Fördermittelgebern, mit anderen Politikprogrammen zusammenarbeiten, um zu sehen, wo setzt man an. Wir würden am Ende gerne auch mit Ihnen über Strategie reden. Also was macht man? Macht man, versucht man alles überall oder können wir auch ein bisschen in Richtung Selektion, dass man sagt, oder mit Ihnen gemeinsam auch danach schauen, wo kann man denn auch erstmal muss irgendwo anfangen. Also wo sind Startprojekte, wo sind die ersten Dinge, mit denen man sozusagen loslegen kann, um das Ganze auch in die Öffentlichkeit zu bringen. So. Dazu aber später mehr. Frage vorweg ist immer, wie viel Zeit haben Sie mitgebracht? Dass wir so ein bisschen so einen Zeitrahmen haben und sagen, wir haben schon bis, ja, 2 Stunden, wir so, also 16:30 müssten wir damit kommen. 18 Uhr in Emshausen sind, merken Sie, werden diese Dörfernamen wahrscheinlich in nächster Zeit noch kennenlernen. 1,5 Stunden muss man rechnen, denke ich. Genau. Ja. Okay. Gut, wir haben. Wäre das okay, dass die Studierenden einfach mal sagen, wo sie stehen, ein paar Fragen formulieren und sie dann darauf reagieren und sagen, wo sie wirklich der Schuh drückt und nicht nur das, wo wir meinen, wir wollen darauf hinaussteuern und wohin wir gehen. Erin, is it okay to speak in German today? Yeah, you will listen. Yeah. You understand more and more. Yeah. Erin ist Erasmus-Austauschstudierende aus der Türkei, studiert Stadtplanung. Und wir haben oft das Problem, dass wir dann, wenn wir mit Deutsch, ist immer schwierig für die, die von außen kommen. Mit Englisch ist es für manche andere wieder schwierig und so. Mit Chinesisch wird es für einige leichter, für andere schwieriger. Und but we can change to English if it's necessary, so we can ask your questions. Okay, thank you so much. Gut, so, die kommen gleich mit dem Kaffee. Sollen wir anfangen? Die kennen das schon? Was meint ihr? Ja, vielleicht können Sie kurz sagen, okay, ja, was Ihr Impuls war. Genau. Also fangen wir damit vielleicht an. Ich freue mich erstmal, dass diese Zusammenarbeit so zustande gekommen ist, weil ich selber, Sie sehen es mir hoffentlich noch ein bisschen an, auch noch nicht ganz so ewig weit weg von der Uni bin und habe von Hause aus 2 Theologen, habe aber dann auch noch alle Scheine in Kunstgeschichte, nur keinen Abschluss mehr gemacht und bin von daher sozusagen auch dem akademischen Betrieb relativ nahe. Aber als Politiker kann man
Das auch keiner bei Wikiplag oder sonst wo untersuchen, ob ich richtig zitiert habe. Sie machen das sicher ganz anders, aber da ich auch an der einen oder anderen Stelle mal mit der Seitenzahl vielleicht nicht so genau nehmen würde, weiß ich nicht, ob das riskant wäre. Nein, aber deswegen freue ich mich ja noch auf eine intensive Zusammenarbeit und freue mich vor allen Dingen auf das kreative Potenzial, was von Seiten der Studentinnen und Studenten einkommt. Und wir haben sozusagen einen kleinen Wettbewerb ja auch gehabt, haben auch andere Angebote und da war das, abgesehen von der inhaltlichen Qualität, ein wichtiger Faktor, dass der Professor Hane von Anfang an gesagt hat, breite Einbindung auch der Studenten, während andere Hochschulen uns sozusagen ja, die Studenten eher außen vor gehalten haben. Das wollte ich ausdrücklich nicht und deswegen freue ich mich da ganz persönlich auf die Zusammenarbeit. Vielleicht zunächst mal, wie wir auf die Idee gekommen sind. Wir sind ein Sandwich-Landkreis. Wir sind genau an der Schnittstelle im Grunde zwischen Nordhessen und Rhein-Main-Gebiet. Und das heißt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf, das wissen Sie sicherlich, ist von Kassel aus ungefähr 60 Kilometer entfernt, der östliche Teil des Landkreises und der nördliche Teil und umgekehrt der südliche Teil ist 60, 70 Kilometer von Frankfurt entfernt. Das heißt, wir hängen genau dazwischen und mittendrin. Und für uns ist so ein bisschen die Frage, machen wir das zur Chance oder sind wir sozusagen von beiden Regionen am Rand? Und es bildet sich für uns auch sehr konkret in Bevölkerungsprognosen und anderem ab. Und das werden Sie wahrscheinlich auch festgestellt haben, wenn Sie durch unsere Dörfer gefahren sind. Wir haben die Dörfer, die rund um Marburg sind und die Richtung Rhein-Main-Gebiet sind, die wachsen. Die können im Grunde kommen kaum nach, Neubaugebiete auszuweisen. Und dann haben wir die Dörfer auf der anderen Seite Richtung Norden, genau, Rauschenberg und verschiedene andere, auch Biedenkopf, ehemalige Kreisstadt, da der Landkreis Marburg-Biedenkopf von den beiden ehemaligen Kreisstädten, wo eher die Frage ist, gibt es da ausblühende Dörfer? Und also nehmen wir mal Biedenkopf, einstmals eine relativ blühende Stadt, da hat man heute einen Marktplatz, ja, wo man wirklich zwei, drei leere Geschäfte, danach ein Geschäft, wo man ahnt, dass es in einem Jahr leer steht. Und das ist symptomatisch für uns als Landkreis. Und wir haben viele, schon jetzt viele leerstehende Gebäude und wir haben relativ viele Gebäude, wo uns die Ortsvorsteher wirklich sagen können, da und da und da und da wohnt nur noch eine Person, die Kinder sind in München, in Frankfurt, in Paris und sonst wo. Das heißt, das steht in absehbarer Zeit, wenn die Dame ins Altenheim zieht oder verstirbt, dann leer. Und gleichzeitig machen wir bei uns im Bauamt die Erfahrung, dass viele Leute zu uns kommen und dann dem Herrn Engelbach als Bauamtsleiter sagen, wir haben gar nicht gedacht, dass das mit dem Denkmalschutz gar nicht so schlimm ist. Ja, dass man also dann feststellt, naja, wenn man so ein Haus saniert, dann ist nicht das böse Bauamt und der böse Denkmalschutz, sondern dann sitzt da ein Kooperationspartner, der es einem leicht macht. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe auch von Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, Zuschüsse, steuerliche Möglichkeiten, diverse andere Dinge. Und das hat uns zu der Frage zunächst mal geführt, wenn wir als Region sozusagen keine toten Dörfer haben wollen, oder zumindest keine toten Dorfkerne, dann müssen wir versuchen, die Menschen zu ermutigen, was mit ihren denkmalgeschützten Gebäuden zu machen. Und nicht zu sagen, ich habe halt so ein Gebäude, ich lasse es jetzt leer stehen und ich sitze das Problem aus. Und deswegen haben wir gesagt, und hier steht so schön an der Wand, Agentur kommt von agieren. Wir wollen ins Handeln kommen. Wir wollen sozusagen die Beratung, die jetzt stattfindet, wenn die Leute zu uns aufs Bauamt kommen, das ist ja nicht so besonders sinnlicher Moment, aufs Bauamt zu kommen und sich da beraten zu lassen. Wir wollen sozusagen mit der Beratung nach draußen gehen und versuchen, sowas wie aufsuchende Arbeit zu machen. Das ist ja ein Begriff, den kennt man eher aus dem Sozialen, aber wir wollen sozusagen, die Leute sollen in unserem Landkreis über das Thema mach was aus deinem denkmalgeschützten Gebäude regelrecht stolpern. Und das soll in irgendeiner Form diese Denkmalagentur leisten, von der Präsenz auf Messen möglicherweise, bis wo man dann sagt, Mensch, es ist einfacher, das Denkmal zu sanieren, als es zu verfallen zu lassen. Von der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, von Werbematerialien bis hin wirklich zu der Frage, sucht man sich bestimmte Dorfkerne und sagt, da und da und da geht jetzt ein Berater von uns regelrecht hin und klingelt an die Tür, so nach dem Motto, haben Sie sich schon mal nachgedacht, was aus Ihrem Leerstand zu machen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Aktivitäten. Also wir haben drei, vier Dörfer, die haben eine tolle Leerstandsbörse und da ist auch die Frage, wie man das dann entsprechend einbindet.
Und ein letztes Modell ist auch noch die Frage nach intelligenten Modellen zur Finanzierung. Oft ist ja das Problem, dass die Besitzer nicht können oder nicht wollen oder dass man auch Gebäude hat, wo die Besitzlagen sehr, sehr ausdifferenziert sind. Wir haben einige gute Erfahrungen mit sogenannten Genossenschaftsmodellen beispielsweise. Das funktioniert im Moment eher bei so Gemeinschaftsgebäuden, Kirchen oder was weiß ich, Backhäuser oder sowas, wo man vor Ort eine Genossenschaft gründet, um die zu sanieren. Auch das soll eine Frage sein, dass diese Denkmalagentur diese Türen öffnet zu solchen Finanzierungsmodellen. Wir haben jetzt in Rauschenberg ein Projekt, wo wir mit der Sparkasse, wo die Sparkasse so eine Art Denkmalfonds auflegt, also wo sozusagen Anleihen gekauft werden, die dann der Sanierung des Hauses Marktplatz 15, Marktstraße 15 dienen. Also auch das soll eine Aufgabe dieser Denkmalagentur sein, möglicherweise den Zugang zu neuen Finanzierungsformen zu erschließen. Wir haben jetzt so ein Stichwort auch mal auf die Tagesordnung gesetzt wie Leihsanierung. Also wenn einer nicht den Mut hat, selber zu investieren, zu sagen, ich verschenke mein Haus für den symbolischen 1 Euro an den Investor XY oder an den Verein Z, und wenn das erfolgreich ist und er hat irgendwann Miete oder Verkaufserlös, kriegt er vielleicht noch einen kleinen Erfolgsanteil. Das sind so ein paar Ideen, die uns sozusagen einfach mal so durch den Kopf gegangen sind, wo wir gesagt haben, es macht aber nur Sinn, wenn wir das auf vernünftige Beine stellen, und deswegen eben auch dieser Gedanke, Machbarkeitsstudie mal wirklich von Fachleuten untersuchen zu lassen, was kann daraus werden, was bringen Sie vor allen Dingen auch noch an Ideen dazu ein. Gut, Dankeschön. Zwei verschiedene Varianten, habe ich schon verstanden. Eine ist mit Schoko, deutlich zu erkennen, und das andere ist mit Apfel. Vielen Dank. Es ist heute eine Verführung. Wir kommen gerade von einem Termin bei der Firma Ferrero. Auch mit solchen Leckereien weiter. Ja, ganz anders, ganz anders. Ferrero, ja. Hier sind viel mehr Vitamine. Gut, und Nick wird jetzt. Ja. Ja, ich kann hier schon stehen bleiben. Gut, ja, erstmal schön, dass Sie gekommen sind nochmal. Freut mich, freut uns. Und ja, den Titel kennen Sie, Denkmalagentur für den Kreis Marburg-Biedenkopf. Das war jetzt erstmal unser Auftrag. Und wir haben jetzt erstmal ein paar Oberpunkte, die jetzt nach und nach Folie für Folie abgearbeitet werden. Die erste ist Organisation. Wie wollen wir das organisieren? Wollen wir es privat organisieren? Wollen wir es öffentlich organisieren? Wollen wir das partnerschaftlich organisieren, öffentlich und privat verbinden? Es gibt, wie Sie haben ja schon angesprochen, es gibt Genossenschaftsformen, es gibt Stiftungen, die man eventuell einrichten könnte, Vereine, also alle Arten von Bürgerinitiativen eigentlich. Und noch einiges mehr, darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Teilweise sehen Sie das hier auch. Dann Standort. Da haben wir einmal, jetzt bei dem Bild ist das Startschussprojekt. Das war einmal eine Idee von uns, die wir nur ganz kurz ansprechen wollen. Und zwar gibt es ein Projekt 9x9 bzw. 9x24. Und da wurde das so gemacht, dass ein Gebäude im Rahmen eines Stadtfestes oder Ortsfestes ausgesucht wurde und dann 24 Stunden, 9 Tage lang, so lange wie dieses Fest angedauert hat, von Ortsansässigen oder auch aus der Region halt, von Handwerkern und Fachleuten dann halt und auch von den Bürgern selbst halt saniert wurde. Und die sind auch ziemlich weit gekommen. Und sowas könnte man zum Beispiel auch als Startschuss sehen der Denkmalagentur. Vielleicht auch selber dieses Gebäude dann als Denkmalagentur nutzen. Weiter zum Standort. Erstmal war die Frage, soll es ein fester oder ein mobiler Standort sein? Soll es vielleicht beides wieder auch sein? Das heißt, wir haben einen zentralen Anlaufpunkt. Jeder weiß, in Rauschenberg oder in Amühnau, da ist jetzt die Denkmalagentur. Da kann man hingehen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kennt man es noch nicht oder vielleicht ist man auch gar nicht unbedingt in der Lage, hat nicht die Zeit oder was auch immer. Da hat man noch eine mobile Einrichtung, die kommt dann halt auch, also die aufsuchende Beratung ist das.
kommt zu einem nach Hause, kommt vielleicht auch zu den älteren Leuten und erklärt ihnen, dass es alles gar nicht so schwer ist. Also dass dieses Hemmnis auf das Bauamt oder auf die Denkmalagentur, weil auch da kann ja ein Hemmnis sein, dass das einfach noch stärker abgebaut wird. Die Finanzierung des Standortes, die hängt im direkten Zusammenhang unter anderem auch mit der Form, das heißt, was für eine Institution soll es dann sein. Und dazu kann man sich natürlich auch verschiedene Partner mit dazu holen. Das sind natürlich erstmal die Fachleute, ohne die geht es nicht. Wir brauchen Architekten, wir brauchen Bausachverständige, wir brauchen den einfachen Handwerker von nebenan, der auch schon Erfahrung im Denkmalbereich gesammelt hat. Es können aber auch durchaus einfach nur handwerklich begabte oder interessierte Leute sein. Man kann auch Workshops veranstalten. Also es gibt da unzählige mögliche Partner in diesem Bereich. Die Behörde ist unerlässlich. Das ist dann eher ihr Part. Also eine Zusammenarbeit mit den Behörden ist nun mal Pflicht. Und da führt kein Weg drumherum. Genauso, was die Finanzierung auch wieder angeht, für die Institute. Sie haben jetzt das Beispiel in Rauschenberg angesprochen, mit der Sparkasse. Genau an so etwas haben wir auch gedacht, dass man halt direkt auf die zugeht. Gerade wenn man dann noch eine Vereinigung hat, wo auch schon die Behörde mit drin ist, Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht schlecht für die Einbindung von Kreditinstituten, weil die Finanzierung ist ja das, womit es meistens steht oder fällt. Baustoffbörsen und Händler, da haben wir uns ein bisschen informiert. Es gibt ja deutschlandweit oder europaweite Baustoffbörsen. Und genauso gibt es sicherlich auch einige Betriebe in der Region, die Baustoffe, auch historische Baustoffe, Abbruchhäuser oder was auch immer, Restbestände, die man halt noch mit einbinden könnte, kann ja auch durchaus ein Geschäft für die sein. Also man kann da ja eine Partnerschaft aufbauen. Und so geht das dann halt nach und nach immer weiter. Sozusagen. Ja, die Finanzierung, wie gesagt, sehr wichtig, sollte man immer im Blick behalten. Förderprogramme. Es gibt unzählige Förderprogramme, da sind wir auch ein bisschen auf Ihre Mithilfe angewiesen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil Sie da sicherlich schon einige Erfahrungen haben, sich auch schon ein bisschen beschäftigt haben. Wir machen das jetzt zwar auch, aber ist ja nicht schlecht, wenn man da auch zusammenarbeitet. Personal, da kam mir jetzt nochmal der neue Input, dass es auch durchaus zumindest eine Stelle geben könnte als freiwilliges soziales Jahr, also eine Stelle in der Richtung. Das könnte man sicherlich ergänzend noch mit, also auf jeden Fall sollte man immer im Hinterkopf behalten. Müsste aber auch sehen, dass man vielleicht auch jemanden damit reinholt, also jetzt allein schon die Art der Anstellung, soll es Festanstellungen sein, sind es dann halt Ehrenamtliche und nur Ehrenamtliche, geht das gut? Wahrscheinlich kann gut gehen, aber wäre es nicht auch ganz gut, wenn dann, falls es öffentlich-privat partnerschaftlich ist, dass dann auch jemand von der Behörde irgendwo mit ist. Die Behörde würde gleichzeitig auch vielleicht entlastet werden. Das sind dann die hier angesprochenen Effizienzgewinne. Das heißt, der Bereich Denkmal, den könnte man zum großen Teil unter Umständen auch komplett auslagern. Aus der Behörde, aus dem Bauamt heraus in die Denkmalagentur. Dass das wirklich das ist, wo sich halt die Fachkraft darauf spezialisieren kann, konzentrieren kann und halt nicht noch alle möglichen anderen Aufgaben übernehmen muss, zwangsläufig. Bauamt hat ja auch zu tun. Ja, Sponsoring, ob das jetzt irgendwelche Genossenschaften sind, Fonds sind, Stiftungen sind, ganz einfache Spenden sind von den Bürgern selbst, die ihren Ortskern aufpolieren oder erhalten wollen, wiederbeleben wollen, wieder eine ganze Menge, worüber man nachdenken kann, muss. Refinanzierung, da kommt es dann darauf an, ist jetzt ein Verein, dürfen die überhaupt Gewinne erzielen, wie werden die Angestellten bezahlt, wie wird das ganze Projekt bezahlt. Es ist vielleicht auch so, dass man ein Konzept irgendwie angeht mit, wir kaufen das Gebäude von dem Herrn so und so ab, jetzt nicht unbedingt, man kann es ja auch mit dieser Leihsanierung machen, man kann es aber auch komplett kaufen, sanieren und dann verkaufen. Also geht das? Geht das auch, dass wenn das dann die Behörde noch mit dabei schwingt, dass die Behörde theoretisch Gewinne macht, wenn sie wieder investiert in andere Objekte, vielleicht. Leistungen. Die Agentur muss sollte erst einmal von unserer Seite aus ein sehr breites Feld abdecken an Leistungen. Wir haben sehr
selbstverständlich erstmal die Beratungsleistung. Das ist so erstmal das Zentrale. Das ist das, weswegen die Leute eigentlich erstmal kommen sollen. Sie sollen von der Agentur dann einen Leitfaden bekommen, sie sollen die Informationen bekommen, sie sollen die Verbindungen bekommen. Also was muss ich machen, wo muss ich hingehen, wen kann ich ansprechen? Und ja, okay, ich kann jetzt zu dem Kreditinstitut gehen, aber wer ist denn da überhaupt? Also dass sie direkt eine Ansprechperson halt an die Hand bekommen, direkt, dass man denen auch sagt, vielleicht auch indem man ein Konzept aufbaut, das kommt später noch in einen Punkt, beim Marketing nämlich, da und da sind mögliche Objekte, die Sie auch interessieren könnten. Also gerade wenn es jetzt um Investitionen im höheren Bereich geht, geht auch von Unternehmen oder ja, also alles in der Richtung. Finanzierungskonzepte, dass man Ihnen halt dann die angesprochenen Förderprogramme nochmal verdeutlicht, erklärt und dabei hilft. Dass man dann halt, wie gesagt, auch nochmal darauf eingeht, was für Konditionen können Banken, mit denen man zusammenarbeitet, vielleicht liefern, die jetzt die eigene Hausbank nicht unbedingt so hat. Sodass da halt auch vielleicht doch noch ein bisschen mehr möglich ist, als man zunächst dachte, finanziell. Vermittlung hatten wir. Die allgemeinen Informationen, wie läuft das ab? Das heißt, A, B, C, was sind die Schritte? Es ist alles machbar, es ist gar nicht alles so schlimm. Das gehört auch zu diesem Hemmnisabbau, den man ja alleine schon dadurch hat, dass man es halt nochmal auslagert, eine eigene Agentur bildet. Vernetzung, die Denkmalagentur als zentrales Element. Von da aus geht dann alles ab. Das ist sozusagen der, ja, die Koppelstelle sämtlicher ja, offenen Bauherren und Investoren oder was auch immer, Fachleute, dass man halt weiß, okay, wer ist gut, wer kann das. Und dann noch die Frage der möglichen Kunden. Es gibt ja nicht unbedingt, also es gibt sicherlich einmal den ganz normalen Hausbesitzer, der möchte jetzt irgendwie sein Haus wieder aufbauen. Oder es gibt den Interessenten, der möchte ein Haus kaufen und möchte daraus ein schönes Einfamilienhaus wieder bauen. Also wieder planieren, in den Zustand versetzen, dass auch netter Nutzer gewesen kann. Es gibt vielleicht auch eine Gruppe von Interessenten, die jetzt ein größeres Haus, die alte Post oder irgendwas kaufen möchten und da ein paar Wohnungen reinbauen möchten. Das ist halt so eine kleine Gruppierung. Und dann gibt es sicherlich noch den größeren Investor. Vielleicht möchte er auch ein Renditeobjekt daraus machen. Vielleicht möchte er den Handel da reinbringen. Also was für Kunden haben wir? Das ist sicherlich auch eine ganz entscheidende Frage. Möchte man sich da spezialisieren? Und schließlich dann, sehr wichtig, Kompetenzverteilung zwischen dem Landkreis und den Kommunen. Also wer hat denn überhaupt am Ende das Sagen? Das müssen wir eigentlich auch wissen. Wäre schön, wenn Sie uns da auch schon eine Antwort geben könnten am Ende der Sitzung. Marketing. Heutzutage geht ja nichts ohne neue Medien, Homepage, Facebook, was auch immer. Das sollte man sicherlich alles machen. Flyer alleine reichen nicht. Tür zu Tür alleine, Mund zu Mund reicht auch nicht mehr unbedingt. Man muss also ein bisschen mehr da aufbauen. Genauso sollte man dann halt auch ein Netzwerk aufbauen, wie wo was ist und so weiter, dass halt die Leute wirklich einen breiten Überblick direkt bekommen, weil viele gucken halt erstmal ins Internet, wie funktioniert das. Das heißt, da muss der Aufbau sozusagen schon beginnen, das muss schon professionell organisiert sein und auch so, dass man sich gut zurechtfindet und dann direkt weiß, okay, ich habe mir jetzt die Information durchgelesen, von hier aus geht es weiter zur Denkmalagentur. Das ist jetzt fertig. Ja, Imageverbesserung. Da hatten wir die Idee mit diesen, ja, die Idee gibt es ja eigentlich auch schon, und zwar diese Plaketten. So im Sinne von, da ist ein Gebäude, steht leer oder auch nicht, da kommt jetzt eine Plakette dran, das hier ist ein Denkmal. Also da steht das Haus, sagst du, ich bin ein Denkmal, ich bin etwas, was erhaltenswert ist. Ich bin nicht einfach nur irgendwas. Ich bin auch, also vielleicht bin ich schon nah dran an der Ruine, aber es gibt durchaus Gründe, wieso ich diese Plakette habe. Dass man halt Gebäude auch wertschätzt. Und nach der Sanierung kann es vielleicht dann auch eine etwas ausführliche Plakette sein, wo dann halt auch draufsteht, wann das Haus gebaut wurde, wie der Sanierungsprozess jetzt war oder was auch immer. Vielleicht auch noch irgendwie eine Internetadresse oder irgendwas zum Abscannen mit dem Handy, dann kommt man gleich auf eine Internetseite. Ideen gibt es genug. Print und Presse, ohne die Presse wieder geht es auch nicht, muss eingebunden werden. Das heißt Ortsblätter, Kreisblätter, was auch immer, was da so
dass das vielleicht sogar einmal irgendwie auf der Titelseite ist und jeder Anwohner kriegt das dann irgendwie dann doch halt direkt mal mit, macht die Haustür auf und sieht, oh, was ist denn das, was Neues in unserer Region. Und Veranstaltungen. Da nochmal das Stichwort Startschussprojekt, unter Umständen, nur eine Idee, dass man gezielt auf das Denkmal oder die Denkmäler, die man hat, eingeht, dass man vielleicht auch noch Tage da auf der Tür hat, vielleicht auch ein paar mehr und nicht nur einmal im Jahr, der Tag des Denkmals, ja, aber einmal im Jahr, da kann man vielleicht nicht, sondern vielleicht einmal im Monat oder alle paar Wochen oder wie auch immer und dann halt immer an einem anderen Ort, sodass sich auch jeder Ort präsentieren kann. Und dann kommen wir nochmal zu unserer eigentlichen, zu unserer Analyse, oder die Analyse, die Denkmalagentur dann auch weiterhin betreiben sollte. Welche Personenkreise, also woraus besteht überhaupt dieses ganze Netz, aus welchen Institutionen, aus welchen Menschen, Personen, wer kann da mit agieren. Dann Immobilienbörsen, die Verknüpfung, Sie hatten ja auch angesprochen, es gibt schon Börsen, wo die Denkmäler aufgelistet sind, das müsste man halt alles verknüpfen und noch etwas ausführlicher und vor allem kundenorientierter gestalten. Eigentümerverhältnisse klären, sofern möglich. Ich weiß nicht, inwieweit sie nicht schon das tun, was möglich ist. Vielleicht kann man auch da nochmal irgendwie rangehen. Und dann auch immer am Ball bleiben, also immer aktuelle Listen haben, wo ist Leerstand, wo. Naja, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt so weit gehen und sagen, wo ist bald Leerstand, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber dass man halt den Überblick behält und Personen, die halt kommen, auch direkt weiterleiten kann. Dass man halt was hat, weil man hat ja was, man muss nur wissen, wo es ist. Und dann würde ich ganz gerne an meine Kommilitonin weitergeben, an die Steffi. Ja. Die hat ja nämlich noch was Nettes vorbereitet. Ja, ich würde mal in die Strategie überleiten oder vielleicht auch eine Problematik aufmerksam machen, die auch was mit der Ausrichtung oder der Strategie dann der Denkmalagentur zu tun hat. Diese Bilder sind im Landkreis Kassel hier entstanden und Sie haben ja Kunstgeschichte studiert. Also einfach mal aus dem Bauch raus, welches Gebäude ist kein Einzelkulturdenkmal? Unten links? Sind Sie mal unten links? Nein.
Und kann man vielleicht auch damit mal verbinden, was kann weg? Also welche Gebäude brauchen wir wirklich nicht mehr oder sind vielleicht schwer vermarktbar? Vielleicht hat es auch Vorteile, manche Gebäude wegzureißen und anderen Nutzungen mehr Platz zu geben. Und schafft man so eine Priorität und sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was haben wir, was ist wirklich wichtig und erhaltenswert für uns, was bleibt übrig und was kann vernachlässigt werden, was kann. Und begleitende Maßnahmen, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe hier in der Baukultur im ländlichen Raum, also ein schöner Satz von einer anderen Gemeinde, durch unsere konsequente Nichtgenehmigung von Einzelhandelsflächen am Ortsrand haben wir derzeit im Zentrum nur ein einziges leerstehendes. Also welche begleitenden Maßnahmen kann man, gehören vielleicht auch dazu, um effektiv zu arbeiten und weiterzukommen. Ja, das soweit jetzt erstmal von uns als Zusammenfassung. Es waren jetzt, glaube ich, noch so zwei Fragen übrig geblieben. Kooperation mit den Kommunen, Sie hatten es ja schon angesprochen, dass manche oder die Größeren, die selber schon was machen. Will man das bündeln? Wie ist das Verhältnis zwischen Kommune und Landkreis? Kriegt man das zusammengefasst oder sagt man, naja, die eigenständigen Kommunen machen das selber? Und welche Mittel haben Sie zur Verfügung? Also, ne, welches Engagement können Sie reinbringen oder sagen Sie, ne, oder wir wissen alle, wie es in den öffentlichen Kassen aussieht, wir müssen es irgendwie fremdfinanzieren, sonst können wir es nicht machen. Also das vielleicht noch einfach mal so als Ausgangs. Sozusagen eine halb strategisch, halb pragmatisch gefällte Entscheidung. Der erste Punkt ist, dass wir tatsächlich, natürlich, das gehört zum kreispolitischen Geschäft permanent dazu, dass man in solchen Projekten die Schwierigkeit gerät, wenn Bürgermeister und kommunale Verwaltung das Gefühl haben, man pusht ihnen ins Handwerk und man bewegt sich irgendwo, wo man keine Zuständigkeiten hat. Originäre Zuständigkeit haben wir im Bereich des Denkmalschutzes. Und das war so der Punkt, weswegen wir uns am Anfang, hieß das, stand das im Haushalt oder Leerstand / Denkmalagentur, sieht, dass der Leerstand immer mehr ins Hintertreffen geraten ist, weil wir dann auch festgestellt haben, im Bereich Leerstandsmanagement gibt es punktuell Strukturen, die aber dann so zu so ein bisschen Rosinenpicken führen, dass die Leute, die da Interesse haben, gucken auf der Leerstandsbörse und gehen dann auf die Dinge, die keinen Denkmalschutz haben. Ja? Und das war für uns der Punkt zu sagen, okay, wir wollen uns auf dieses Thema Denkmalschutz ein bisschen konzentrieren, um dort zu sagen, naja, also die Schwelle, die gefühlte Schwelle ist viel höher als die tatsächliche Schwelle. Und das, wenn wir damit bei der Prioritätenliste sind, würde ich tatsächlich den Schwerpunkt eher bei den Gebäuden sehen, die weiter weg sind. Mhm. Und zwar gar nicht nur, weil es uns um das Thema des Erhalts des Denkmals geht, das auch, sondern auch um die Vitalität, die damit verbunden ist. Ja, wir haben leider, sind wir verschiedenen Gründen ja sozusagen schon an dem Punkt, wo wir viel zu viele Märkte im Außenbereich genehmigt haben und wo wir dann draußen diese großen Einkaufszentren, Sie werden das alles gesehen haben, ja, die haben wir fast überall und dementsprechend die leerstehenden Ortskerne oder gar keinen Einzelhandel mehr im Ortskern, selbst eben in Städten wie Biedenkopf, wo man statt in der Innenstadt die Einkaufsläden alle irgendwo in einem Industriegebiet hat. Von daher ist es für die begleitenden Maßnahmen ein Stück weit zu spät. Wir sind gerade daran, die Bürgermeister ein bisschen auch auf den Weg zu bringen, zumindest keine neuen Baugebiete auszuweisen, ja, damit der Ortskern nicht leer steht. Aber auch das ist mühsam. Also den Schwerpunkt würde ich tatsächlich dort auch sehen, sozusagen je weiter weg von den prosperierenden Bereichen. Also das wäre für uns insbesondere der Bereich des sogenannten Hinterlandes, also die Region Biedenkopf-Gladenbach und eben die Region, wo sie schon waren, der Ostkreis, Rauschenberg vor allen Dingen mit Wuhratal und auch am Lüneburg, die auch ein relativ hohes Potenzial einfach vom baulichen Bestand haben und der sogenannte Nordkreis unseres Landes, also das, was an die Region Waldeck-Frankenberg angrenzt, sprich Miethausen, Wetter, so ein Teil Städte mit sehr viel Geschichte und auch einem unheimlich hohen Baubestand, wo jetzt wahrscheinlich sich wirklich in den nächsten 20 oder 30 Jahren entscheidet, steht das dann alles leer und verrottet ist. Haben wir denen auch aufgefallen, dann haben wir ja auch zum Teil schon leerstehende Dinge. Und was Sie auch sagen, da haben wir durchaus den Hintergedanken auch so ein bisschen, dass uns die Studie
bevölkerungsschwachen Regionen, also im Norden des Landes, eigentlich Mut zur Lücke haben müssen. Dass wir sagen, um ein Denkmal zu retten, muss man möglicherweise das benachbarte Denkmal abreißen. Weil eine junge Familie oder auch ein Gewerbetreibender oder so, der braucht ein bisschen Platz, der braucht ein bisschen Grün. Weil das aber im Süden des Landes oft gar nicht so die Notwendigkeit ist, haben wir ein sehr striktes Denkmalrecht in Hessen. Und ganz große Schwierigkeiten, Sie haben ja bundesweit im Vergleich noch viel besser, ganz große Schwierigkeiten, was dann dazu führt, dass wir dann zwei Gebäude haben, die ungenutzt nebeneinander herstehen. Und von daher wäre das durchaus auch etwas, was man mal nicht nur im Unterton in so einer Studie auch sagen kann, dass sämtliche Bemühungen nur dann Sinn machen, wenn auch bei Abbruchgenehmigungen etwas großherziger agiert wird. Also das Problem ist, dass zwei Behörden gibt, das Design ist das Landesamt für Rechtsmittel, die Bezirkskonservator, das andere die Unterdenkungsbehörde, die in der Regel nicht so näher dran ist. Die sind in der Denke halt so, dass man im Taunus ein denkmalgeschütztes Objekt, das kann sonst wie vergangen sein. Ja? Bei Grundstückspreisen Mietpreisen, die ein doppeltes zum Teil sind von dem, was wir in unseren Regionen zahlen, das ist natürlich unter der Denke eines vom Süden her geprägten Landesamtes sehr schwierig nachzuvollziehen, dass man in Traunenberg vielleicht mal eher auf ein Denkmal verzichten muss. Man muss auch mit Bürgern zu tun, die diese steuerlichen Aufstandsmöglichkeiten werden in Anspruch nehmen können. Die so Schwierigkeiten haben, im Rahmen der Dorfanhörung den Eigenanteil zu bringen. Von daher gibt es eine Menge kleiner Programme, die einfach nicht greifen, weil die Leute die eigenen Sinn haben. Das ist zu schade. Und gerade im Nordkreis, läuft die Bundesstraße 252 von Norden nach Süden, nach Münchhausen, Bettholm und Senate. Da hoffen wir so ein bisschen, dass durch den Bau der Umgehungsstraße, die im Moment läuft, die Altortskerne wieder attraktiver werden. Weil da ging es nicht nur darum, dass Leerstände da sind, weil die Gebäude langsam verfallen oder nicht die richtigen Baumhöhen haben, sondern da ging es auch um Emissionen, um wenig Freifläche, also die LKWs in einem halben Meter Abstand am Bundeskampf hergefahren. Von daher hoffen wir uns gerade im Nordkreis, also das war jetzt 3-4 Jahre, vielleicht ein bisschen 2021, also dass wir dann dort auch wieder handeln können. Im Moment ist es dort schwierig, man investiert wenig. Es ist schon spürbar, dass an dem einen oder anderen attraktiveren Grundstück zumindest Eigentümer wechselt und man ein bisschen darauf spekuliert, dass der Ortskern attraktiv wird, auch so Dinge spielen da eine Rolle. Ja. Und wir haben einen Haushaltstitel Sicherung und Gefahrenabwehr, das sind, meine ich, 70.000 Euro im Jahr, verwenden wir größtenteils zum Abschluss von Denkmälern, Dachabdichtung, aber auch zum Zwangsabwehr. Also zusätzlich zu den Mitteln, die wir haben, das ist Förderung mit 62.000 Euro. Vielleicht noch zu der Frage, ich sage nur die Schrottobjekte. Das ist sozusagen eine nicht nur politisch gewollte, sondern so ordnungspolitisch notwendige, aber auch rechtlich notwendige Prämisse. Wir natürlich auch immer mit solchen Aktivitäten aufpassen müssen, dass wir nicht mit der privaten Wirtschaft kollidieren. Einerseits aus grundsätzlichen ordnungspolitischen Erwägungen, die ich aber gar nicht so schnell so hochhängen will, aber vor allem auch, weil die hessische Gemeindeordnung ein ausdrückliches Verbot der Kommunen vorsieht, wirtschaftlich tätig zu werden. Dort muss nicht die Grundversorgung und die Daseinsvorsorge betrifft. Und das wäre sozusagen von daher rechtlich schwierig, aber so ein Projekt wäre auch dann schwierig, wenn wir sozusagen die Makler gegen uns hätten. Wenn wir hingegen die Objekte haben, wo es auch sozusagen für den Privaten schwierig ist, dann wäre es ein Stück weit leichter. Das wird am Ende auch eine Gratwanderung sein, weil eigentlich muss der Mix natürlich stimmen und es muss ein paar starke Objekte geben. Aber der Bedarf ist natürlich auch, ich meine, in Marburg, da findet sich in einem Marburger Umland findet sich im Zweifel einer, der auch investiert. Also wir sind gerade das ist ja so ein altes Gut, großes Geld von irgendeinem Unternehmer, der aus der Region kommt. Und das gelingt uns in Amelnau. Wahrscheinlich haben Sie da das Rapunzelhäuschen gesehen. Da gucken sich die Unternehmer das an. Und dann gibt es immer Interessenten. Und ich kriege immer wieder hoffnungsvolle Meldungen von Herrn Engelbach. Und dann kommt im letzten Moment dann das Telewerk von sonst doch zu weit vom Schuss. Also vom politischen Akzent wäre sozusagen nicht der Fokus auf den Schrott, aber der Fokus auf die Dörfer, um die wir uns am meisten Sorgen machen. So kann man es vielleicht übersetzen. Das mit den Maklern, dann sind das halt die Partner. Die sind da gleich mit auf der Liste. Also das müsste man dann gucken, dass man das so löst, dass man es nicht im Sinne von Konkurrenz, sondern von Partnerschaft. Genau, wird es so sein, dass Sie eben ansprachen mit 29.
vielleicht auch ein Thema für den geplanten Workshop, weil zugegebenermaßen wir im Moment verhandeln das gerade letzte Woche im Zusammenhang mit Lehrstand für Flüchtlinge. Und da wissen wir, es gibt einige Kommunen, die es haben. Ja. Es gibt einige Kommunen, die daran arbeiten. Es gibt einige Kommunen, die haben so einen Kenntnisstand, der sogar halbwegs systematisch ist. Also da mal die Ortsvorsteher abgefragt worden sind und so. Also das müsste man tatsächlich mal systematisieren, was da vorliegt. Da müsste man vielleicht auch nochmal gucken, inwieweit man über Regierungspräsidium, also über solche Daten, möglicherweise auch noch Näherungswerte hat. Wäre denn das möglich, weil das wäre ja, glaube ich, ganz hilfreich und sinnvoll, also um auch zu klären, wo fangen wir an, ne? Also wo spitzt sich das vielleicht zu. Es hat hier im Landkreis Kassel der Zweckverband so Leerstandskataster gemacht, die in den Orten einfach auch erfasst haben, wo hat man noch Versorgung, wo gibt es noch Läden, Ärzte, irgendwas, auch in den kleineren Orten. Und sie haben in diesem Zuge halt auch die Leerstände aufgenommen. Und es gibt sogar halt auch ein Kataster, ich glaube, das war bei Niedersachsen, die Altersdaten mit aufgenommen haben, um einfach zu sehen, wo sind wir in 10 Jahren, ne? Also wo sind die, die potenziell leer stehen. Wäre denn sowas möglich, das wäre eine Arm- oder eine Begleitmaßnahme, Zweckverband oder sowas zu erstellen, also langfristig oder der Landkreis selber? Das Problem ist das andere, was wir angesprochen haben, die Gebäude, die noch bewohnt sind, 50 Jahre alt. Ja. Das hatten wir mal versucht, das ist aber aus datenschutzrechtlichen Gründen gescheitert. Wenn man das öffentlich macht, dann weiß jeder, da wohnt ein 80-jähriger Mann alleine oder 70-jährige Frau alleine. Das hat was mit einem Buchstaben zu tun, diese Statistiken. Die sind auch nicht öffentlich, die Daten. Also die wurden nur den Gemeinden zur Verfügung gestellt, um damit zu arbeiten. Also diese Alters. In Münchhausen haben wir sowas gemacht. Ja. Von daher, wir haben das mal kurz gesehen vor 3, 4, 5 Jahren. Aber das wurde sofort wieder unter den Schluss gepackt, weil irgendwas Gutes gemeldet wurde. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man es vielleicht nicht im Sinne einer solch systematischen Abfrage macht, sondern tatsächlich im Rahmen der Studie bei den Kommunen abfragt. Dann hätte man gleichzeitig eine gewisse Vorselektion und auch eine Art Marktüberblick, welche Kommunen interessieren sich dafür. Dann wird man auch sehr schnell die, also das ahne ich jetzt schon, wenn ich die handelnden Personen vor Augen habe, die Kommunen vor Augen haben, die das Thema schon priorisiert haben und die da auch schon was gemacht haben und die nicht. Und da wird man wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Ja. Der eine wird gegriffen, der Bürgermeister sagt, hier die Straßen. Aber das, wenn man das schriftlich abfragt im ersten Schritt und dann mündlich vielleicht in so einem Workshop vertieft, das scheint mir anders zu sein. Und da wäre es dann, müsste man dann auch immer, da müsste man vielleicht auch ein Verfahren finden, wie man das dann mal up to date hält. Ja, das ist ja so eines der Probleme, die dann auftreten. Ne? Also die haben irgendwann mal so einen Auftrag gehabt, viele Kommunen Leerstandskataster mal zu haben. Aber wie aktuell das nach 5 Jahren noch ist, weiß dann auch keiner. Wenn man dann eigentlich irgendjemanden haben müsste, der es aktuell pflegen, das hat man nicht. Es gibt in der kleinen Kommune ganz gute, weiß man relativ gut Bescheid eigentlich. Ohne dass man das erheben müsste, aber in anderen Kontexten geht es eben nicht mehr. Gut, ich denke, wir haben eine ganze Menge an Anregungen. Ich würde trotzdem noch mal ein paar Sachen, ich würde gerne mal umstürzeln. Mal versuchen, das von, was mir so einfiel noch, vorwiegend in unserer Sitzung, um noch mal so ein bisschen andere Punkte. Vielleicht kommen wir dann auch noch mal auf einige zurück, es waren auch ein paar Punkte mehr, die wir eben schon angesprochen hatten mit das Drucker. Wie ist das mit einer flexiblen oder mit einer mobilen Einrichtung? Und ja, also ich wollte mal davon ausgehen, was wissen wir denn im Moment? Leerstände war eben das Thema, deshalb kam ich gerade darauf, dass ich das an dieser Stelle einspiele. Leerstände. Ja, es gibt einige, die haben das und andere eben noch nicht und so weiter. Und deshalb müsste man da, werden wir also auf jeden Fall gucken. Umbauabsichten, da müsste man natürlich sehen, woher will man das wissen? Ja, also das ist nur bekannt, wenn man Bauantrag gestellt ist. Ne? Also dann kommen wir dahin, dass es vorher, ja, vielleicht mal eine vorsichtige Anfrage. Aber dafür wäre eine Denkmalagentur natürlich schon sehr spannend, dass man sagt, kommt mit euren Umbauabsichten zu uns, dann können wir euch auch Auskunft geben,
machbar ist mit der Denkmalpflege und was nicht. Man muss dann auch mal wieder mit, dann kommt man ja ins Gespräch. Das ist ja eigentlich für Sie der interessante Ansatz. Ja. Verkaufsabsichten. Eigentlich auch immer erst zu spät, im Nachhinein. Also auch ein Riesenthema. Wie kommen wir dazu? Investoren, ja, sind eher Zufallstreffer. Das ist meine Meinung dazu. Gerade übrigens in unserer Region. Da kann es tatsächlich manchmal so passieren, da guckt einer und sucht eigentlich im Raum kaum das Wetter auf und landet dann, was zufällig an der Seite drunter steht. Ja, aber weil wir auch das Problem haben, die Region Mittelhessen ist anders als Nordhessen und Rhein-Main-Gebiet, das ist jetzt ein Thema, was wir insgesamt auch haben. Kein bekannter Begriff. Ja, man guckt ja vielleicht mal auf der Landkarte, ich will irgendwie an die Kieserförde ziehen oder sowas, ja, oder nach Flensburg oder ähnliches, aber man kommt jetzt nicht auf die Idee nach Mittelhessen und schon gar nicht nach Marburg-Biedenkopf. Ja. Fördermöglichkeiten sind bekannt, aber nicht verknüpft. Also das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir auch ran müssen. Und eben mit dem, was Herr Engelbach eben auch skizzierte, wir haben zum Teil wirklich Hausbesitzer in so unteren Einkommensklassen, dass die mit einer Abschreibungsmöglichkeit nichts so aufhören. Ja. Das war aber auch noch ein Kontext, dass die Kommunen auch Probleme haben, Eigenanteile aufzubringen. Wenn es jetzt darum geht, dass es um kommunale Gebäude geht und so weiter, dann die müssen wir auch mit einbeziehen als Teil der Eigentümerschaft. Wir haben vielleicht bei dem Thema Fördermöglichkeiten einen nicht unerheblichen Bestandteil an Häusern bei uns in dem Land gehören, weil ausgeschlagene Erbschaften sind. Mhm. Wer weiß denn darüber Bescheid? Ich kann dann schon mal ans Land. Da wäre es sicherlich auch mal spannend, an so einer Stelle tatsächlich auch mit den zuständigen Behörden in Wiesbaden, auch mal mit den Landesdenkmalern zum Beispiel fragen, wie kann das sein, wie kriegt man da diese Schnittstelle organisiert, auch systematisch organisiert. Also wir haben ein Projekt in Rauschenberg jetzt, da steht dann jedes Land dann noch 5.000 Euro statt, das bloß, dass irgendeiner was macht. Ja, dann müssen wir dann vom Finanzminister auch und runter. Also auch diese Frage mal zu erörtern, kann man das systematisieren? Und auch mal von wissenschaftlicher Seite in Wiesbaden fragen, denkt ihr euch eigentlich was dabei? Mhm. Ja. In Rauschenberg hatten wir so einen Gedanken, also weil das ja so viele kleine Grundstücke und Häuser sind und man sich fragt, wer will da irgendwie das zweite Haus rausnehmen
Kirche, da gibt es ein sehr schönes Haus mit Erkern und so. Und dann haben wir gesagt, das Lehmann-Gebäude ist besonders denkmalwürdig. Ja. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wäre doch gut, das hat da ein tolles Konzept auch. Ja, und das hat das Landesamt blockiert und dann tauchten irgendwann auch sogar Mieter oder Käufer für das Nachbarhaus auf. Ja, und jetzt ahnen wir, das ist sozusagen das, was in 20 Jahren wieder umschaltet. Die dahinter steckt, nochmal deutlich zu machen. Die Frage ist, wie weit kommt man da bei den Bürgermeistern und Bürgermeistern? Ist das Chefsache für die? Wissen die, dass das eigentlich die zentralen Themen für sie sind, um ihren Ort zukunftsattraktiv zu halten? Also in den kleinen Gemeinden ist es ja ganz oft so, dass die kein fachlich besetztes Bauamt haben, sondern der Bürgermeister hat das Bauamt nicht, weil das Bauen bei den eine Hoffnung gibt, dass eine Lösung kommt, der Bürgermeister ist auch zu schaffen. Zumindest bei den Kleinen. Also war auch die Resonanz tatsächlich in der Bürgermeister-Dienstversammlung. Das ist ja, wenn man was über Verschiedenes vorträgt, kann das verschiedene Reaktionen auslösen. Würde ich jetzt eher sagen, es war positiv, so nach dem Moment, da tut sich was. Und auch die Reaktion, Mensch, ist ja auch gut, dass da mal was von außen kommt. Weil ich glaube, das Gefühl ist, man schwimmt im eigenen Sumpf. Jetzt sind wir wieder bei Tauschenberg, die machen gerade was im Kiras-Projekt oder so. Sie versuchen da schon das, was zu holen, und je größer der Handlungsdruck ist, desto besser. So, Aktionen. Ich denke, dass man das auch plakativer, das ist ja auch ein Plakat, plakativer machen muss. Das ist zum Beispiel aus Niederbayern oder so, aber es ist eben so einfach zu sagen, so, hier passiert was, einfach auch um zu signalisieren, wie wir da arbeiten. Aber auch alle, die hier durchkommen und sehen oder so. Bauleute, die dort tätig sind, die ja häufig nicht aus dem Ort kommen, sondern das dann auch wieder an anderen Baustellen erzählen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht einfach nur die Leute machen lässt, sondern dann auch sagt, wir wollen auch ein fettes Schild haben. Also nicht nur so eine Denkmalplakette, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Und das kann man dann auch nochmal weiterdenken. Also mir wäre es wichtig, die Sichtbarkeit dabei zu erhöhen, indem was passiert, die Publizität zu erreichen, indem es auch begleitet wird. Aufmerksamkeit erhöhen bei anderen, die sensibilisieren, dass da auch was mehr passieren kann. Aber die Frage ist eben, kann man damit die Zielgruppen erreichen? Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, was wir dabei hier noch diskutieren müssen. Wer sind denn die Zielgruppen und wie weit gehen wir jetzt an andere heran, um da vielleicht auch neue zu finden? Und wie macht man das? Ein Beispiel von einem Aktivisten aus den Niederlanden, der hier auch ein Dorf so aktiviert hat, in ähnlicher Weise, in Kotzbüren im Landkreis Kassel. Und einfach dann mal Investoren einladen, zum Frühstück hier in dem Falle, in so ein altes Gebäude hinein, ein paar Stühle besorgen und so weiter, und einfach um zu zeigen, dass man da eben auch den Fußboden etwas aufbereiten kann und dass da viel mehr Bausubstanz ist, das einfach mal so plakativ irgendwo ein bisschen schön zu polieren oder mit Öl zu versehen und wegzufegen, den Rest und so weiter. Also nur als Idee oder so. Ich finde es einfach spannend, und dann mit denen zu diskutieren, darüber mit potenziellen Investoren, mit Maklern und so weiter, mal da reinzugehen und zu sagen, was kann man denn hier machen? Dazu muss man aber die Projekte haben. Also das geht dann erst, wenn man weiß, wo will man ansetzen und wo kann man Leute für interessieren. Also wo ist Voraussetzung, wer ist der Eigentümer? Wenn die Kommune der Eigentümer ist, geht es natürlich leichter, oder der Landkreis der Eigentümer ist und so weiter. Also in der Richtung was zu machen. Gebäude sichtbar machen. Das ist ein ursprüngliches Beispiel, das hat in Wittenburg gemacht. Und das kann ein Beleuchtungskonzept sein, dass man einfach in ein Gebäude mal reingeht und so eine Aktion macht. Das kann auch ein Projekt sein, wo man dann von außen was macht. Strickhaus, das haben die tatsächlich dann gemacht. Das war erstmal nur eine Idee, die Studierende entworfen hatten oder so, wo sie gesagt haben, machen wir irgendwie, zeigen wir die Gebäude einfach anders. Und dann haben sie es tatsächlich auch gemacht. Haben die also eine Hausfrauengruppe gefunden, die eben das dann bestrickt haben, dieses Haus. Und hinterher, ja, das sind neue Bundesländer, sind die Strukturen noch klassisch anders. Dann haben sie eben ein Riesenfest daraus gemacht. Also so ein bisschen diese Ideen, was kann man für Aktionen machen, wollte ich nochmal hier ein bisschen mit einbringen. Oder ein Beschwerdehaus machen, wo jeder sich im Ort beschwert.
loswerden kann, was er schon immer mal sagen wollte, was nicht läuft hier, was zwischen den Nachbarn mit der Politik und so weiter nicht funktioniert. Informationen, auch da einfach mal zu sagen, so eine Agentur muss dann natürlich, ja, das ist ja auch schon vorhin eingepackt oder so, entsprechend eine aktuelle Webseite heißen, das heißt, da muss ich auch jemanden kümmern und dann muss eigentlich jeden Tag dann, oder auch, da ist es zum Beispiel der Arbeitsmarktservice in Österreich, wo dann ständig die Jobangebote mit nötig, wenn da irgendwas passiert ist, dass dann auch automatisch dort registriert wird oder oder was weiß ich und so weiter. Nur als eine extreme Idee, aber das heißt ja alles, man braucht Manpower. Darüber müssen wir dann nochmal intensiv nachdenken. Innenentwicklung. Wir haben Innenentwicklung immer, die sich ganz stark irgendwie auch das letzte Wort dort orientiert. Die Eigentümer. Wir gucken auf die Eigentümer als potenzielle Leute, aber eigentlich müssen wir darüber hinausgehen und vielleicht andere finden, die mit Ideen für ein Gebäude kommen und sagen, und dann an den Eigentümer herantreten, wir würden mit dem Gebäude gerne was machen, zu welchen Konditionen können wir denn was machen oder mit dir gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein Hauptpunkt, auch wenn ich so die Struktur in unserem Landkreis betrachte. Die Regionen, die Denkmalprobleme haben, sind Abwanderungsregionen. Die wandern nicht ab, weil sie ihnen da nicht gefällt, sondern weil die der Arbeit nachgehen. Ja? Also manchmal bis nach Marburg, manchmal bis nach Frankfurt oder München. Und dann sind es sozusagen die Eigentümer die von Weitem, die eigentlich das Objekt entweder am liebsten loswerden wollen, aber die eigentlich wenig Sorgen damit haben. Also das ist der eine Teil. Daneben haben wir, würde ich sagen, sind sicherlich auch noch 50%, wo so diese klassische Situation ist, die Familien sind noch vor Ort, wohnen im Neubaugebiet und könnten sich unter bestimmten Umständen aber auch vorstellen, wieder zurückzuziehen, vielleicht auch in bestimmten Lebensetappen. Also was weiß ich, Kinder sind groß, dann doch wieder in das Elternhaus in der Ortsmitte zu ziehen. Aber ich glaube, da muss man sich, deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Stichwort, klar machen, dass man mindestens an zwei Eigentümergruppen, sozusagen die Eigentümer, die es am liebsten loswerden wollen, und die Eigentümer, die warum auch immer bewusst ausgezogen sind. Da habe ich ein bisschen weiter so Förderprogramme weitergedacht, dass wir also häufig Anreizprogramme für Immobilien-Eigentümer haben, bis hin zu den Kommunen. Das weiß ich nicht, wie das heute in dem Kreis aussieht. Die dann auch solche Mini-Programme haben, wo es dann mal 5.000 Euro oder sonst irgendwas gibt. Manchmal aber auch Grundstücke verschenken. Da muss man wirklich danach fragen, welche Grundstücke sind das. Die strategische Ortsentwicklung sinnvoll platziert jetzt, das dann gehören sind. Also was sofort einfallen würde, die klassischen Verknüpfungen oder so, Städtebauförderung, ländliche Regionalentwicklung, Dorfentwicklung, Wirtschaftsförderung. Das haben wir ein bisschen weiter getrieben und geschaut, was gibt es denn da. Wirtschaftsförderung ist dann interessant, wenn eine gewerbliche Nutzung reinkommt. Also darüber auch nachzudenken, das als Zielgruppe mal anzugehen und zu schauen, was ist das denn? Das ist nicht immer nur der Einzelhandel, über den wir da nachdenken, sondern das ist es eher im geringsten Teile, weil so wird das nicht passieren. Aber es können interessante Bürodienstleister sein, die dort reingehen wollen. In anderen Situationen können es auch Handwerker sein, da muss man da mal gucken oder so. Und das heißt, wir müssen eine ganz andere Gruppierung, was Partner angeht, eine Verknüpfung schaffen in die Wirtschaftsförderung rein, bei den Existenzgründungsberatern, die gibt es bei der Wirtschaftsförderung, die gibt es bei den Industrie- und Handelskammern, die gibt es bei der Handwerkskammer. Und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge anderer Gruppierungen. Also Zielgruppen vielleicht. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen an der Lage oder Region dann sich verändern. Welche Ziele? Ja, aber das könnte ich mir so als einen zweiten Workshop vorstellen, dass man mit solchen Leuten einfach auch mal darüber arbeitet und sagt, muss denn immer, Wirtschaftsförderung denkt immer an
Als Sozialprojekt für Flüchtlinge. Also Modell ist im Grunde, ich sichere der Gemeinde zu, ich würde es für 10 Jahre mieten für Flüchtlingsunterbringung und den Bau vergeben wir an Unternehmen mit der Aufgabe sozusagen, dass die selber wiederum Flüchtlinge im Rahmen einer sogenannten Einstiegsqualifizierung, das ist so eine arbeitsmarktgeförderte Sache, die auch unabhängig vom höheren Rechtsstatus und von Mindestlohn ist, die eigentlich dann auch in Ausbildung oder Anerkennung von Qualifizierungen münden soll. Also da versuchen wir das schon. Wir haben auch letzte Woche darüber nachgedacht, ob es nicht sogar eine Option wäre, dass der Landkreis, wir sind ja unterbringungsverpflichtet für die Asylbewerber, selber in eine Gesellschaft hineingeht und sagt, wir mieten Häuser oder kaufen Häuser und sanieren sie. Und haben dann gesagt, das ist etwas, was unsere Möglichkeiten sprengt, wollen aber jetzt versuchen, die Kommunen in diese Richtung zu schieben, weil wir als Landkreis nicht einen Hausmeister dann für 20 Objekte, das haben wir verworfen, weil das einfach nicht effizient ist. Wenn die Kommune sagen würde, wir haben 5 leerstehende Häuser, müssen wir so unter Flüchtlinge unterbringen, haben 5 Häuser, wo wir so und so viel reinbringen, dann wäre das nochmal eine Option. Also ist das eine Fährte, die man unbedingt einschlagen sollte, weil da ist im Moment so viel Geld im Spiel. Ja. Diskutieren alle, wo das Geld herkommen soll, ja, aber faktisch reden wir da über 10-Tagessätze von 10 Euro pro Tag und Flüchtling. Sanierung auch von bezahlen. Und wir haben vor allen Dingen auch jetzt eine Bereitschaft, dass die ersten Ortsvorsteher sagen, bevor ich Leerstand habe, lieber Flüchtlinge. Und das bereichert unser Dorf. Und das ist vor allen Dingen schön, wenn man das nach einem Jahr auch übernommen wird. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir in unserem Landkreis einer der wenigen Landkreise sind, die wirklich sehr brutal dezentrale Unterbringung verfolgen. Also auch auf eine Flüchtlingsfrau sagte zu mir, sie hätte in Afrika noch nie ein Dorf mit so wenig Infrastruktur wie Hommershausen erlebt, wo sie jetzt untergebracht ist, sind aber gleichzeitig ausgesprochen zufrieden, weil wir im Grundsatz auch bestätigt sehen, dass die schlechte Infrastruktur ausgeglichen wird durch den Zusammenhalt und auch die Offenheit des Dorfes. Also was immer gerne gesagt wird, Provinz grenzt sich eher ab gegenüber den Fremden, stimmt sozusagen die ersten 14 Tage. Ja, und dann funktioniert es und dann gehören die zu. Also, ich male es vielleicht ein bisschen rosig, aber das funktioniert. Insofern ist das sicherlich auch eine ganze Menge aber auch ein Risiko. Da haben wir jetzt mit dem Landesdenkmalpfleger, sind im Moment in Hessen auch viele Kameraden unterwegs, die sozusagen nochmal die letzten 10 Jahre Lebensdauer eines Denkmals nutzen wollen, Flüchtlinge sehr menschenunwürdig darin unterbringen und sozusagen nochmal den großen Reibach machen. Also das wäre sozusagen, müsste man dann auch streng im Blick haben, wo da die Grenzen sind. Losging oder so, dann Plakate gehängt haben. Mich hat es zuerst erwischt und ich bin als nächstes dran und so weiter. Das heißt, da tatsächlich dann auch mal reinzugehen und sich zu überlegen, wie kann denn auch so eine Strategie, wie ja, gesagt, Platz da, wie kann so etwas aussehen? Also in der Richtung auch nochmal gute Beispiele aufgreifen, das fände ich sehr gut. Das war jetzt ja, Startprojekt wäre jetzt oder der nächste Punkt oder so, was man dann alles machen könnte oder so, da muss man dann mal
zwar viel, aber wir reden in der Größenordnung, glaube ich, vielleicht von 50, 60, 70.000 Euro im Jahr. Also mit anderen Worten, übersetzt wird es am Ende um eine halbe bis eine ganze Stelle gehen, die dann zur Verfügung steht, und es wird um ein kleines Budget an Sachkosten gehen. Das heißt also, wenn man am Ende ein Personaltableau hat von, ich sag mal, einer Dreiviertelstelle und einer Stelle FSJ, und wir haben vorhin auch nochmal geredet, vielleicht nochmal was aus der Arbeitsmarktförderung, irgendwie was, das wird eher die Dimension sein, als dass wir da 5 Leute einstellen können. Ja. Wenn man natürlich noch irgendwo ein Förderprogramm auftut, auch nur befristet, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Wir haben auch geguckt, sinnvoll wäre es vermutlich qualitativ, wenn man irgendwie einen Synergieeffekt lesen könnte. Also was weiß ich, wenn so ein Bauamt aktiv ist, macht eine halbe Stelle Denkmalagentur, dass der dann auch denjenigen, der ein Gerät gleich nutzen kann und sagen, Mensch, der und der, das sozusagen, dass man nicht sozusagen am Ende eine Struktur schafft, die nochmal eine Nebenstruktur ist. Also bei uns kursierte mal das Bild der Denkmalagentur als Anwalt des Bauherrn, das passt nicht so richtig, sondern eher so derjenige, der den Bauherrn an die Hand nimmt und ihn sozusagen reinnimmt in das Bauprojekt. Also über diese Größenordnung reden, also ich sag mal, kleiner 100.000, wenn man es finanziell ausstatten will. Je innovativer die Idee ist, wo man auch was herholen könnte, bis hin zu der Frage, kann man vielleicht auch bestimmte Beratungsdienstleistungen erfolgsorientiert vergüten oder sowas, spendenmäßig, dann ist da sicherlich noch Potenzial, aber von den politischen und haushaltstechnischen Möglichkeiten ist es eher der kleinere Rahmen. Deswegen ist wahrscheinlich vieles, was so in Kampagnerichtung geht, auch durchaus hilfreich, dass man sozusagen einfach mit dieser Denkmalagentur den Stein ins Wasser wirft und dann sozusagen auf den Ansteckungseffekt. Das also wäre dann auf jeden Fall nochmal die Frage auch mit der Einbindung der anderen Kommunen. Ne? Oder dass man guckt vielleicht, was gibt es für Möglichkeiten, wie man die einbinden kann und vor allen Dingen das, was schon vorhanden ist, ohne dass man ihnen das Gefühl vermittelt, man stirbt was über. Ja. Ne? Wir kommen jetzt und wissen es besser als ihr. So. Sondern dass man irgendwie die mit. Deswegen fand ich auch den Gedanken so sympathisch, Sie laden die Bürgermeister zu einem Workshop ein. Dann haben wir diese ganzen Eitelkeiten, die dazugehören. Sondern dann arbeitet man da an einem Projekt, an der Sache. Ansonsten, wenn ich dazu einladen würde, dann guckt man wieder, dass der Kreis nicht mehr und dass man bei jeder Gelegenheit wieder sagt, ihr müsst aber auch die Kreisumlage senken, wenn wir die denkmalgeschützten Objekte besser schützen sollen. Also das ist eine ganz wichtige Frage, wie man die ins Boot kriegt, und da ist wahrscheinlich nach unseren Erfahrungen auch klüger, das nicht irgendwie mit einer Struktur, Vereinsstruktur, GmbH-Struktur zu machen, sondern eher durch eine breite Einbindung und so sein. Man kann projekthaft irgendwie einsteigen. Also Steuerungsgruppe oder keine Ahnung. Wenn man jetzt sagt, die Denkmalagentur braucht irgendwo auch eine Adresse, die jetzt nicht Kreishaus ist. Und wäre da bestimmten Tagen stundenweise präsent und ansonsten wären sie unterwegs dorthin. Würde man das den Bürgermeistern sozusagen als Appetithappen hingeben und sagen, wir diskutieren das mal, was bietet ihr an oder so? Oder würde man eher im Vorwege da schon eine Selektion machen, also so strategisch wollen wir eigentlich ganz gezielt einen Ort wie Rauschenberg annehmen oder Winkel oder sonst irgendwas, also mir ist das egal, aber dass man gezielt das vorher steuert und sagt, wir fangen da an. Das ist ja nicht gesagt, dass die dann nach einem Jahr nicht sagt, wir gehen woanders hin. Also wir hatten das, als die Bauordnung komplett geändert worden ist, 2002, hatten wir als Bauaufsicht Sprechtagen in den Gemeinden, um zu erläutern, wie die neuen Verfahren zu führen sind und welche Verantwortlichkeiten da sind. Die so anderthalb Jahre in den Gemeinden und es ist langsam eingeschlafen. Sowas ähnliches könnte
sehr stark sich mit sich selbst und mit den Eitelkeiten der Bürgermeister beschäftigen. Von daher, das wäre unser Votum, dann eher zu gucken, dass man eine niedrigschwellige Struktur findet, die auch sozusagen, dass man irgendwie einen Weg findet, dass man die wirklich Motivierten einfängt und die Selbstdarsteller sozusagen raushängt. Da gibt es tatsächlich eine gewisse Korrelation, wo man immer auch die liegt. Die Bürgermeister mit dem Notstand, also die sind auch tatsächlich die Kooperativeren. Wahrscheinlich macht Notstand kooperativ. Insofern ginge das, aber die Frage ist, ob man mit einem Verein nicht eine hohe Hürde aufbaut und nicht sozusagen eher den zweiten Schritt einer irgendwie gearteten Netzwerkstruktur macht und dann sagt, vielleicht würde man bei oder später noch einen. Was die Örtlichkeit anlangt, ist das tatsächlich die Frage, dass man, wäre aber wahrscheinlich eine ganz gute Idee, zu gucken, ob nicht eine Kommune dafür auch anbieten, ein Büro auch anbietet, auf diese Weise ins Boot geholt wird, irgendwo in der Kreismitte. Das müsste man sicherlich mal überlegen. Das könnte aber in so einem Workshop auch ein Thema sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Gemeinden gibt, die, keine Ahnung, Heimatmuseum oder so haben, also ein paar Bäume abklemmen könnten oder hier irgendwas Leerstehendes haben oder wo man auch so was Symbolisches. Ja. Wenn es jetzt was Flexibles ist, wäre jetzt auch möglich, ja zu sagen, wir wechseln. Ne? Wir sind eine Zeit lang da und im nächsten halben Jahr oder so da, oder, ne? Um irgendwie mehr vor Ort zu sein. Dann kann man nicht darüber nachdenken, was man so macht, wie mit der Bibliotheksbus oder so. Mhm. Okay. Ja. Wir können auch von unserer Seite, Herr Eckenbach, vielleicht nochmal gemeinsam mit unserer Fachbereichschule. Wir haben relativ viele kleine Grundschulen, die auch Denkmäler sind, die aber im Moment durch zurückgehende Schülerzahlen leere Räume hätten, die wir eh nicht anders vermarktet kriegen. Wo wir eigentlich sagen, wir können nicht vermieten, weil muss man immer durch die große Pause, aber sozusagen Denkmalagentur, da wird ja auch nicht Schlangen im Wartesaal sein. Vielleicht kann man das bei uns klären, so im Bereich Schönstadt oder so, fällt mir das spontan ein. Oder dass man einen Ort hätte, auch eine Adresse, die nicht Kreishaus ist und den Rest dann aufsuchen macht. Genau.
Die haben es vergeben, aber mit alles macht ein Büro. Genau, und das ja. muss man vielleicht dann einfach auch mal gucken. Vielleicht kann man da auch einfach Modelle übertragen, relativ niedrige Kostenbeteiligung. Ja. Da gibt es auch noch einen Fördertopf unserer interkommunalen Zusammenarbeit. Ja, zum Beispiel. Kooperationen von mehreren, genau. Also einmal so ein Ding aufzubauen und dann aber nachher auch zu pflegen, und das wäre ja was Schönes, was man vielleicht zusammen machen könnte, wo man da jetzt sagt, das ist ein gemeinsames. Das finde ich gut, das ist ein Pfad, und ich denke, dass man daneben einen zweiten Pfad versucht und sagt, man versucht mit anderen Trägern darüber nachzudenken, ob sie sich vorstellen können, bestimmte Dienste in neuen Räumlichkeiten unterzubringen. Und die neuen Räumlichkeiten sind so nicht alte Räumlichkeiten, die derzeit leer stehen, aber dass man so in die Richtung geht und dann tatsächlich die einfach wirklich mal alle abklappern, das werden wir jetzt nicht schaffen in der Zeit, aber im Prinzip als Idee wäre das ja dann auch eine Aufgabe für die Denkmalagentur zu sagen, wir laden mal die sozialen Träger für den gesamten Beratungsdienst, die angeboten werden, laden wir mal ein, um zu sehen, wo sind denn eure Strukturen, wie sieht das aus, kann man da auch was machen. Das wäre so, wo man dann auch mal wieder neu bündelt, auch die haben ein demografisches Problem, auch die müssen ein finanzielles Problem, auch die müssen sehen, dass sie ihre Strukturen immer wieder überdenken, anpassen, auch standortmäßig anpassen. Und vielleicht ist das nochmal so ein Weg, um ein paar Leute, die dann auch Miete zahlen können, zu gewinnen. Gut, wunderbar. Die Muffins sind noch nicht alle, das ist, haben wir noch Zeit. Ausgesprochen lecker. Ja, das wäre so im Moment unser Stand. Wir müssen ein bisschen daran weiter arbeiten an dieser ganzen Situation, insbesondere welche Angebote wir machen können. Wer sind unsere Kunden? Da werden wir nochmal ein bisschen intensiver reingehen. Also wer Nutzer, an wen geht man mit welcher Ansprache heran? Das wären so im Moment unsere Fragen. Und dann werden wir jetzt mal die Kommunen alle abklappern, was ihre Kenntnisse über die Erstellung und ähnliches mehr ist. Und dann vielleicht auch dazu, es gibt ja dann auch eine Hochschule vor Ort mit einer Geografie, die relativ groß ist, wo man also dann auch das wunderbar als Projekt andocken kann. Aber auch da kann man mal sehen, ob man auch auf Landesebene jetzt mit einem Amt, wie heißen die? Das ist nicht Kataster, die heißen Bodenmanagement. Genau, Bodenmanagement heißen die in Hessen, genau. Dass man mit denen nochmal darüber redet, dass auch die nämlich ähnlich wie Niedersachsen das dortige Kataster-Amt, Landesamt für alles Mögliche, das den Kommunen angeboten hat, zu sagen, wir machen das für euch und dann habt ihr einfach einen Startvorteil gegenüber den anderen. Das kostet euch zwar was, aber dafür wird es dann eben einheitlich gemacht, die Homepage wird gemacht und so weiter und so fort. Die Diskussion ist geführt worden mit der Einführung von Geodaten, Informationssystemen. Also das ist Hessen? Ja, das ist den Kommunen im Landgebiet auch angeboten. Aha. Das ist wir darauf als Landesamt. Okay, gut, aber das bin ich ja da. Da ist halt hier das Landesamt. Gut, danke. In Niedersachsen. Also das wäre eine Möglichkeit, das mal anzuregen, oder hier der Zweckverband. Pflegen müssen das natürlich die Gemeinden dann. Sie haben das jetzt erstellt, haben die Unterlagen zur Verfügung gebracht und die müssen es dann weiter pflegen. Sonst kann man nichts damit anfangen. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wir dann von vorhin sein, wenn man sozusagen einem Startschuss unserem Bürgermeister oder vielleicht auch die runtergebrochen auf die Ortsvorsteher so eine Liste vorlegt. Wir sind im Landkreis mit ausgesprochen kleinen Dörfern, wirklich 100, 200 Einwohner. Dann könnte man fast händisch solche Erfassungen machen. Ja. Also, Sie kennen das ja. Das ist also im Moment wirklich, einige Ortsvorsteher liefern uns tatsächlich solche Listen. Wir haben Müller, wir haben den Schmidt und so angesprochen, ob da der Stand ist. Also vielleicht kommt man da im Workshop auf sehr kleinteilige Lösung, dass man sozusagen den ersten Schritt gegangen hat. Und also das merke ich mittlerweile, das bringt vielleicht mein Beruf auch jetzt mit sich, dass man sozusagen die Latte immer niedriger legt. Und vielleicht sagt, es ist auch einfacher, alle zwei Jahre die Bürgermeister an einen Tisch zu holen und das Thema Leerstand nochmal aufzurufen und mit einem Rücklauf von 50% zu rechnen, als den großen Auftrag in Arbeit zu geben, zu sagen, wir machen ein Leerstandskataster und am Ende hat man ein tolles Leerstandskataster, aber keinen Bürgermeister, der Lust hat, sich auch um die Leerstände zu kümmern. Also ein bisschen heuschnittartig, aber ja.
vorhin im Wohnraum und in 2 Jahren ist alle Backhäuser zu Kulturorten und 2 Jahre später ist Arztplatz in den Dachböden sowas und vielleicht dann noch mit jeweiligen Zielgruppen guckt, ob man möglicherweise auch überregional. Also ich sehe gerade hier, das ist ein kleiner Ortsteil, landwirtschaftlich geprägt. Hier ist zum Beispiel erfasst Gebäude für Wirtschaft und Gewerbe. Steht hier drin. Ich meine, das sind alles Scheunen und ehemalige landwirtschaftliche Gebäude. So. Ja, das ist dann auch wieder so für Wirtschaft und Gewerbe auch nichts mit anzufangen für jemanden. Ne? Also das ist unspezifisch. Also welche Zielgruppe sollte sich davon angesprochen fühlen? Wenn es für einen Landmaschinenhändler interessant ist, ist es was anderes. Oh, der Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, das hören wir genau von der Uni. Existenzgründung aus der Uni haben ein Problem, weil in Marburg und im Marburger Speckgürtel kein Büroraum zur Verfügung ist. Ja. Wäre sozusagen genau für sowas eine Chance, meinetwegen mit der IHK zu sagen, ja okay, ihr kriegt aber 3 Euro pro Quadratmeter, wenn ihr nach Amelnau geht. Wir haben mittlerweile auch die Breitbandleitung nach Amelnau gelegt. Das heißt, von daher kann man da genauso, man muss sozusagen sich nur von den Gedanken lösen, man muss sozusagen am Hotspot sein, sondern man kann auch weiter draußen sein. Dann greift das, was Sie ja auch gesagt haben. Das geht ja dann letzten Endes zu der Frage, wie kriegen wir es eigentlich rüber, dass sozusagen auch die Abgeschiedenheit von der Infrastruktur, die bei uns hier eine riesige ist, das ist glaube ich der Unterschied zu manchen Ecken hier in Nordhessen, dass wir sozusagen immer relativ kleine Mittelzentren in der Nähe haben, dass man sozusagen, wie kriegt man das vom Nachteil in den Vorteil gewandelt? Das ist ja auch so eine Frage, die dazu gehört. Ja. Es gibt einen Ort, der es lohnt sich vielleicht, den sich nochmal näher anzugucken. Langendorf, ein Ortsteil von Wuppertal. Das war nicht systematisch, das war Zufall, wo dann irgendwann in den 80ern irgendwie die ersten so wissenschaftlichen Assistenten und so Studienräte und so dann angefangen haben, so 1-2 Scheunen zu sanieren und dann kam immer mehr und so hat sich da so ein kleines Cluster, da kommt keiner aus Wuppertal. Geschweige denn aus Langendorf, also zum Ortskern, ja, A13 aufwärts, eine Studienratswohnung, ja, Studienräte und Professoren und so. Aber auch das kann ja eine Perspektive sein. Ja, und auch Zielbildung. Eine Liste, wie alt ist die oder wie aktuell ist die Denkmalliste? Ja, ich kann mich gar nicht so ein bisschen Denkmalliste haben. Wie machen Sie denn das? Praktisch gefragt. Also, wie weiß man denn? Das Denkmalschutzbehörde vor 3 Jahren vom Landesrechnungshof geprüft worden und er hat das veranstaltet, war richtig heftig. Und das zuständige Gewissen ist das Landesamt für Denkmalschutz. Wir haben bis heute keines. Wir haben für 4 oder 5 Kommunen im Ostkreis Denkmaltopographie. Ja. 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 Und das war's. Und es gibt keine Arbeitslisten? Handlisten, wo ich manchmal garantieren kann, dass jeder den gleichen Stand hat. Das Landesamt weiß das. Wir haben auch mit dem Dr. Arzenwetter vor kurzem darüber gesprochen. Und ich sehe, das ist das, was in den nächsten 1-2 Jahren kommt.
für Fragen auf dem Schirm? Beide Wahltermine, den Bürgermeistern angedroht. Okay. Ich würde es einfach sagen, eine Einladung rausschicken. Wo wollen wir das machen? Sollen wir das bei uns machen? Oder ist das Punkt gut für die Bürgermeister wegen ihrer Fahrzeiten? Wenn Sie sich vorstellen könnten, zu uns zu kommen, ist es, glaube ich, klüger. Ich glaube, dann bitte ist es schon eine Sitzung zu angenehmen. Achso, okay, gut. Sind wir auch relativ gut dann aufgestellt, was Elektoren und die Bundesklasse. Vielleicht gehen wir besser ins Befragungszentrum, schließlich geht es ja auch nach Fahrradabwehr des Leerstands. Da kann man in zwei Richtungen gucken. Nee, ich denke, es ist egal, wo man sitzt, weil die Projektoren sind so aufgebaut, dass man es überall lesen kann. Weiß ich nicht, gerade. Das ist manchmal für die Referenten schwierig, weil die Aufmerksamkeit dann an irgendeinem Bildschirm ist, aber nicht da, wo einer was erzählt. Würde ich sagen, finde ich toll, dass Sie hergekommen sind. Ganz herzlichen Dank. Das hat uns ein bisschen Fahrtzeit erspart, aber Ihnen gekostet. Aber das ist ja immer so. Das nächste Mal machen wir es wieder andersrum. Von daher ist das dann auch fair.